der Sabbat vergangen war, Maria Magdalena und die andere Maria, welche genennet wird Jakobi und Salome, und Johanna und andere mit ihnen, die mit Jesu kommen waren aus Galiläa, kauften und bereiteten die Spezerei, dass sie kämen und salbeten Jesum. Denn den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetze. Am Abend aber der Sabbaten, welcher anbricht am Morgen des ersten Tages der Sabbaten, sehr früh, da es noch finster war, kommen sie zum Grabe, da die Sonne aufging, und trugen die Spezereien, die sie bereitet hatten. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von des Grabes. Setzte sich drauf, und sein Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß als der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Die Weiber aber sprachen untereinander: der Stein abgewälzt war vom Grabe. Und sie gingen hinein in das Grab und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Da läuft Maria Magdalena hinweg, soll's nachts zu sagen. Und da die Weiber darum bekümmert waren, dass der Leib Jesu nicht da war, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen sie: Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist
jaget's da ihr noch in der Liebe erwacht. Und sprach des Menschen zu, muss überantwortet werden in die Hände der Sünde. Seine Wort und gingen vom Grabe und verkündigten das danach den Elfen und den anderen allen und sagten solches den Aposteln und es deuchten sie ihre Wort eben als Herrensmärlein und glaubten ihnen. Aber Maria Magdalena also läuft wie gesagt, kommt sie zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu und der andere Jünger hinaus und kamen zu dem Grabe. Es liefen aber die zwei Jünger zugleich und der andere Jünger lief zuvor schneller denn Petrus und kam am ersten zum Grabe, guckte hinein und siehe die Leinen gelieget. Er ging aber nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehet die Leinen gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden ward, war nicht bei den Leinen gelegt, sondern beiseit eingewickelt an ein besonderen Ort. Da ging auch der Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubte, denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen und Petrus verwundert sich, wie es zu. Maria aber
vor dem Grabe und weinet draußen. Als sie nun weinet, gucket sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen. Da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten und dieselben sprach: Als sie das saget, wandte sie sich zurücke und siehet Jesum stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn ausgelegt? Thank you.
meinen Brüdern und sagen ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Maria Magdalena, von welcher Jesus austrieb sieben Teufel, welcher ihr am ersten erschien, da er auferstanden war, früh am ersten Tage der Sabbaten. Und sie ging hin, verkündiget denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leiden trugen und weineten, dass sie den Herrn gesehen hatte und seufzet ihr zu sie hörten, dass lebt und wäre ihr erschienen, glaubten sie nicht. Die Weiber aber gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Er hatte ein langweiß Kleid an, und sie entsetzten sich. Es war der Engel des Herrn, er aber sprach zu ihnen. Entsetzt euch Entsetzt euch nicht, ich weiß, dass ihr suchet Jesus von Nazareth, der Krüger kreuzigt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Saget seinen Jüngern und Petrus, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird für euch in Galiläa. Mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten,
denn es war sie zittern und entsetzen ankommen und sagte niemand nichts, denn sie furchten sich. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnet ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßet. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, wehet ihr. Etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geldes genug und sprach: das Geld und taten, wie sie gelehret waren. Und solche Rede ist ruchbar worden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Und sie Zwinne aus ihnen gingen an demselbigen Tage in einen Flecken. Hier war von Jerusalem 60 Feldweges weit. Des Namen heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und befrageten sich miteinander,
Nahet Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Denn in einer anderen Gestalt erschien er ihnen, er sprach aber zu ihnen. Antwortet einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm: Bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, dir nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschieht?
des Leiden und zu seiner Herrlichkeit, eingehen. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit, eingehen? Musste nicht Christus solches leiden und zu von Mose und allen Propheten und legt ihnen die Schrift aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen, und er stellet sich, als wollt er für der gehen. Aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns, denn es will Abend, denn es will Abend werden. Bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, bleibe bei uns, denn es will Abend, denn es will Abend werden, denn es will Abend, denn es wird Abend werden. Und ihr Tag hat sich zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankt, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkenneten. Er verschwand vor ihnen, und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns? Brannte nicht unser Herz? Stunden zu derselbigen Stunde auf und kehrten wieder gen Jerusalem und fanden die Elfe versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen: Wir sind das Wahrheit, 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 das Wahrheit
erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da ihr das Brot brach. Und denen glaubten sie auch nicht. Es war aber am Abend desselbigen Sabbats, und die Tür war verschlossen, da die Jünger versammelt waren, aus Furcht vor den Juden. Da sie aber davon redeten, kam Jesus selbst, da sie zu Tische saßen, und trat mitten ein und spricht zu ihnen. Ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubet hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Sie aber erschraken und furchten sich, meineten, sie sähen einen Geist, und er sprach zu ihnen: Zeiget er ihnen Hände und Füße und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr ihn zu Stück vom gebratenen Fisch und Honig seins, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Yeah.
ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden und sprach zu als ihr das saget, blies ihr sie an und spricht zu ihnen. Nehmet ihn, nehmet ihn, nehmet ihn.
unser